Also, es war einmal vor langer Zeit die Geschichte von einem Gott in der Pyramide Tikal, der Ort Palenque. Wir reden über die Grabplatte von Kukulkan, in anderen Fällen auch genannt Pakal-Wotan. Interessanterweise gibt es bei den Wikingern auch ein Gott, Wotan, der Gott des Blitzes. Wie Zeus, auch mit Blitzen in der Hand, interessanterweise. Also da gibt es geschichtliche Verbindungen. Zurück aber jetzt, um zu erklären, wieso Raumschiffe aus anderer Zeit oder Technologien, die nicht von der Erde stammen, meiner Meinung nach real sein sollten. Wenn man jetzt das Gedankengut wegnimmt vom Status quo und was die Fakultät und was anerkannt ist und jetzt mal in die Richtung geht, was sich der Freidenker erlaubt. Und selbst Einstein hat gesagt, wenn du nicht Fantasie hast, kommst du nicht von A nach B. Das heißt, du musst dir erst theoretische Gebilde ausdenken, um irgendwo hinzukommen. Grundsätzlich heißt Fantasie, dass du dir etwas einbildest, was nicht wirklich ist, keine Spuren hinterlässt. Also da gibt es nichts, worauf man zurückgreifen kann, dass irgendwas ist. Und das ist ja eben mit dem, was wir auf der Erde so finden und noch finden werden, nicht der Fall. Wir haben ja Spuren, die hinterlassen worden sind. So ein großes Problem in der Wissenschaft, das ich hatte, in den 80ern aufzuwachsen, ist, dass ich mir immer anhören musste, das ist ja nicht wissenschaftlich bewiesen oder belegt. Und dann hört es halt auf. Oder wenn du zu technische Wörter nimmst, die ich nicht verstehe, dann höre ich dir nicht mehr zu. Und du bist kein Doktor und du bist kein Brotfresser. Ich meine Professor. und dann hört das dann natürlich auf. Und dann musst du dich natürlich tarnen, indem du sagst, das, was deine Passion ist, ist ein Hobby, weil damit kann man ja kein Geld verdienen. Und da habe ich mir immer gedacht, so, das größte Problem, das ich in der Wissenschaft sah, für mich war folgendes, dass die Völker, die aus alter Zeit dokumentiert hatten, was ihre Lebensrichtung, Glaubenssystematik und der Alltag war und was beschrieben wurde, haben wir in unserer Zeit nicht verstanden. Jetzt musst du überlegen, indigene Völker, alles was braune Haut hat, wird dann irgendwann zum Mythos erklärt. Das heißt, das kann ja nicht real sein, das muss man sich ja eingebildet haben, weil man hatte ja viel, viel, viel Zeit und nichts zu tun. Wie der Hesse sagt, ja klar, habe die magische Pilze gefressen, die habe ja den ganzen Tag da rumgehockt, ne? Und die hatte ja nichts zu tun, da sehe ich auch Bilder. Das klingt dann sehr witzig und sehr lustig. Das ist aber nicht Fakt. Das ist dann so eine Art ignorante Einbildung der Wissenschaftler, die dann in den Dschungel gerannt sind und dann Sachen eben zum Vorschein gebracht haben. Einfach zu sagen, dass das, was dokumentiert wurde von den alten Völkern, ein Mythos ist, weil wir heute keinen Begriff, keinen Bezug zu dieser Situation haben. Wir müssen davon ausgehen, dass das dokumentarische Elemente sind, die festgehalten haben, was gewesen ist in der Zeit, bevor wir überhaupt realisieren können, was Zeit ist. Von mir aus vorbiblische Zeit. Also ich will jetzt nicht auf Artefakte zurückgehen, die Millionen Jahre alt sind, wo die Wissenschaft überhaupt gar keine Platzierung mehr weiß. Also wo ich auch an Skeptiker Fragen stellen kann, wenn ein fossiler Hammer gefunden wird, wo die Carbon-Datenlesung 140 Millionen Jahre alt ist, dann gibt es einfach für mich kein Argument zu sagen, dass wir quasi so eine Art Neandertaler waren, 40.000 Jahre zurück, und dass wir, wenn wir 40.000 Jahre zurückgehen, anhand der kommerziellen Wissenschaft, haben wir mit Meißel und Hammer und Steinen und nicht mal mit Metall gearbeitet und Steine bearbeitet. Und die Steinformierung, die wir finden, da fliegt dir die Hutkrempe weg, wie lasergenau das gearbeitet ist. Und teilweise muss man davon ausgehen, nicht von Hand gemeißelt.
nicht von Hand geschnitten. So, zurück zu der Geschichte, bevor wir das jetzt weiter ausbauen. Ich mache das so kompakt wie möglich. UFOs in der Antike, Sichtungen. Du musst dir jetzt überlegen, wenn wir jetzt einen PC in Beton eingießen und sagen wir mal 20.000 Jahre später, mal soft ausgedrückt, finden wir einen fossilen Computer. Da werden wir wahrscheinlich keinen Begriff haben, also wenn das Gerät jetzt also komplett versteinert ist, so der Allmächtige will, würden wir überhaupt gar nicht mehr wissen, was wir da vor uns haben. Wir werden es nicht erklären können. Wir werden da Sachen und Strukturen finden, die wir sagen, okay, primitives Leben kann so etwas nicht entwickeln. Wo kommt das her? So, jetzt zurück zu Kukulkan oder Pakalbutan. Die Gesteinsplatte oder die Steinplatte, die auf dem Grabmal niedergelegt wurde, einmal A, und ich mache das jetzt einfach mal so laientechnisch, gar nicht so tief in die Materie gehen und hochtechnisch und mathematisch, dass wir uns da verlieren, sondern die Platte ist auf das Grabmal gelegt worden, bevor die Pyramide darüber gebaut wurde. So im Bau selber, im Schnitt, passt die Grabplatte gar nicht rein. Also du hast gar keinen Platz, erstmal das Ding herzustellen. Das Gestein kommt nicht von der Gegend. Und dann auch noch die Platte auf dieses Grabmal zu legen. Das muss alles passiert sein, bevor das Ding da drüber gebaut worden ist. Auch sehr umständlich. Warum macht man so einen Umstand und so einen Aufwand wegen so einer Grabplatte? Und warum so eine Geschichte? Jetzt kommt die Geschichte. Kukulkan, Pakalbutan, war eine Obrigkeit, also das, was die Bibel Gottheit nennt, auch altgeschichtlich in Deutschland gibt es die Geschichte, die Goten, das waren Leute, die waren nicht von der Erde. Also auch in gotischen Geschichten, in Amerika sagen sie Goth, da werde ich dann auch noch eine Geschichte dazu erzählen, geht das auch ins Übernatürliche. Warum immer ins Übernatürliche? Warum immer kommen sie vom Himmel, landen, bringen technologisches Wissen bei, haben einen Auserwählten oder einen Prophet, den sie sich suchen, und Kommunikation wird etabliert. Wie jetzt ein Anthropologe, der irgendwie eine Rasse im Dschungel beobachtet, aber getarnt ist, ja, und das über Jahre lang macht, bis er einen findet, der herausfindet, dass sie beobachtet werden. Aber er jetzt außerirdisch, irdisch, das muss man in Bezug zueinander stellen. Wird dann die Sprache des Volkes gelernt, der Auserwählte wird dann die Vertrauensperson sein, die dich dann dem Volk vermittelt, und vielleicht ist das, sage ich mal, vielleicht, alles mit einer Prise Salz nehmen, ja, und nicht gleich übertreiben und Außerirdische sagen und alles, das müsst ihr selber verarbeiten und einfach mal, ich sag mal so, der gesunde Menschenverstand muss sich einfach mal die Erlaubnis geben, und das will ich jetzt nicht Fantasie nennen, das mal aus technischer Sicht zu betrachten. So, Kukulkan kommt vom Jenseits der Milchstraße. Da musst du dich fragen, wieso wird das beschrieben, dass der von den Sternen kommt? Also ganz klar steht in den Überlieferungen und in den Schriften, soweit wir die Möglichkeit haben, das zu übersetzen, dass Kukulkan, der Gott, nicht von der Erde stammt. Er stammt von woanders her, eine Art Planetensystem. Den Namen weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Das kann man halt alles nachlesen, wenn man eben die mayanische Schriften und die Petroglyphen und die Übersetzung, soweit es übersetzt ist, eben nachliest. Da muss man Recherchen betreiben. Das ist natürlich kommerziell nicht bekannt. Das wird nicht im ersten Programm laufen, nicht im zweiten oder im dritten. Das wird auf YouTube gesendet. Und da freut mich auch, dass der Zeitgeist eben angestiegen ist. Vor 10 Jahren bist du da zerrissen worden und kaputt gekloppt worden, für das du dir überhaupt erlaubst, dir sowas vorzustellen. Und mittlerweile sehe ich, wie jetzt, Grüße an Ken Jebsen, ich hoffe, dass der mal irgendwann Kontakt aufnimmt, Ken FM, ich brauche den Mann, der hat mit Boulevard, mit Erich von Däniken ein Interview aufgenommen, und das hat 700.000 Leute, die das schauen, wahrscheinlich mehr als die Tagesschau. Das freut mich, dass wir langsam begreifen, dass hier Sachen vorgefallen sind auf der Erde, wo wir unsere Denkstruktur rekalibrieren sollten. Und wen es interessiert, wen es nicht interessiert, der kann weiter sein Bierchen trinken und seinen Salat essen, das ist okay. Oder sein Steak, das ist jetzt mal egal.
appelliere an die Neugierde in euch, dass ihr wissen wollt, wie fantastisch war denn das? Wie weit ging denn das raus? Jetzt zurück zu Kukulkan. Die Geschichte ist die, dass er von jenseits der Sterne kam. Ich werde zwischenzeitlich die Grabplatte einblenden und dann erklären. Du siehst dann quasi die Grabplatte, du siehst, dass da ein Wesen abgebildet ist, das in einer Kontraption, also eine Art Vehikel oder sonst irgendwas, er sitzt in etwas. Er hat irgendwas an die Nase geklemmt, er hat einen Schalthebel, also da muss man sich jetzt nicht viel einbilden und viel was herziehen und sagen Fantastereien, sondern man muss sich das wirklich angucken und das Wort Mythos mal kurz durchstreichen, weil es Quatsch ist. Wir machen Mythos aus Dingen, die wir technologisch nicht verstehen. So ist das damals wahrscheinlich auch geschehen. Und das ist einfach nur gesund, wenn man so in die Gedankenstruktur eingeht. Und da braucht man auch eine gesunde Intelligenz, die das Feld der Ignoranz überschreitet, dass man solches halt eben auch erkennen kann. Nun, auf der Grabplatte kannst du dann sehen, wie der eine Fuß irgendwie auf dem Pedal ist. Guckt euch die Grabplatte selber an, Pakal Bhutan, Grabplatte von Palenque. Die könnt ihr auch googeln, könnt ihr euch JPEG, könnt ihr euch das hochfahren. Da gibt es Skizzen, Abmalungen, Zeichnungen. Da siehst du, dass er in einem Stuhl sitzt, der hat irgendwas, Gerätschaften um seinen Kopf, da sind irgendwelche Dinge um ihn gebaut. Also er sitzt in etwas, was sehr, sehr, sehr dicht um ihn herum gebaut ist. Ja? So, was hat der Beobachter da gesehen? Und was versucht er in der Steinplatte zu verewigen? Weil das größte und bestmögliche Speichermedium zur Zeit ist nicht eine CD, eine DVD oder eine Blu-ray-Scheibe oder ein Computerchip oder eine USB-Drive. Es ist ein Stein, weil Steine eben sehr stabil sind. Nehmen wir jetzt sowas wie Diorit, hält Millionen Jahre. Meist unveränderlich. Wenn jetzt kein Lavastrom kommt oder ein Vulkanausbruch und du hast etwas, sagen wir, in der Dioritplatte eingemeißelt, dann wird das wahrscheinlich eine Million Jahre halten, wenn nicht sogar länger. Und ein bisschen korrodieren. Aber die Molekularstruktur ist halt so von der Verbindung so stark, das ist einfach das älteste Speichermedium. Und unsere Vorfahren wussten das. Deswegen haben sie ihre Geschichte und ihre Erlebnisse in Steine gemeißelt, weil die wussten, das hält lange. Alles andere musst du überlegen, nehmen wir einen Texas Instruments Taschenrechner, der wird keine, tut ihn in die Wüste, keine 10.000 Jahre und es ist Staub und Asche, da wirst du nichts mehr finden. Also nicht mal eine Spur von irgendetwas. Deswegen finden wir auch nicht so viel technologisch erhaltene Sachen, anders als Stein, weil das wahrscheinlich vor sehr, sehr, sehr langer, langer Zeit geschehen ist und jetzt mittlerweile halt auch zerfallen ist. So auf der Platte siehst du, wie dieser Typ in einem technischen Etwas sitzt. Die Mythologen haben dann gesagt, das, was am Ausgang des Teiles ist, wäre irgendwie der Mund eines Drachen, der Feuer speit. Also du musst ja halt auch überlegen, wieso mache ich den Mund eines Drachens an das Hinterteil von einer menschlichen Figur, die Feuer speit. Was ist die Sinnigkeit? Also müssen wir in eben die Symbolik gehen und uns das angucken. Und dann habe ich ein Bild gefunden von jemandem, der das nachgebaut hat. Aus technischer Sicht direkt mal übersetzt, wie könnte das denn technisch aussehen, was da beobachtet wurde, was dann in Stein gemeißelt wurde. Und wie ihr seht, sieht das dann natürlich ein bisschen anders aus. Und da braucht man nicht viel Fantasie. Das ist alles direkt vom Plan übersetzt in etwas Technisches. So, dieser Typ hatte magische Fähigkeiten. Er konnte vom Himmel herabsteigen. Er konnte in den Himmel hinaufsteigen. In der Bibel wird auch von Enoch oder Henoch geredet, der siebte Patriarch. Und da wird ganz kurz beschrieben, dass er einer der wenigen Patriarchen ist, der in einer feurigen Kutsche die Erde verließ und gen Himmel aufstieg. Was heißt denn das, gen Himmel aufsteigen, in einer feurigen Kutsche die Erde verlassen? Es sind immer wieder diese Geschichten, wo man sich halt fragen muss, was wird denn da beschrieben? Was wird denn beschrieben aus primitiver Sicht, wenn jemand eine feurige Kutsche sieht, einer, der einsteigt und die Erde verlässt, nicht stirbt. Das ist von hebräischen Texten immer noch sehr klar zu übersetzen.
Auch die Erlebnisberichte wie die Sichtung von Ezekiel, wenn ihr nicht das Buch kennt, das sind wie Auszüge aus der Bibel, die man Apokryphen nennt. Das sind Bibelteile, die quasi vom Vatikan nicht mehr zugelassen werden, weil die, nicht in die Moderation der Bibel passen, aber eigentlich zur Urgeschichte gehören. Wie viele Bücher von Moses, nicht alle Bücher, die Moses geschrieben hat oder Mose, sind in der Bibel vorhanden. Das ist einfach redaktionell. Wie in der Bild ist es einfach klein gehackt worden von den Mönchen. Da haben auch keine Frauen mitgearbeitet. Das war eine patriarchische, apollonistische, messianische Erfahrungssekten-Glaubensrichtung, die das gesteuert hat, dass das so läuft, wie das heliozentrische Glaubensbild in Europa geformt werden sollte und gehalten werden sollte. Da ging es um Kontrolle. Das wissen wir jetzt. Das ist nichts Neues. So, jetzt geht's zu Ezekiel und dann gehen wir zu den Goten. Bei Ezekiel ist es beschrieben in dem hebräischen Originaltext nicht als Vision, wie in der Bibel, und nicht als Vergangenheit. Es ist ein Erlebnisbericht, wo Ezekiel, der Prophet, mit seinen Leuten schreibt, es war an einem dritten Tag, in dem dritten Monat, am Flusse Cheba, in der Gefangenschaft und unter der Herrschaft von Nationen so und so. Ich lasse jetzt mal die Namen da weg, weil es einfach nur, das wird dann zu viel durcheinander. Der ist quasi mit Sklaven unterwegs und er ist ein Priester und die laufen am Fluss Cheba lang. Wer das googeln möchte, der sollte dann einfach mal Google Maps angucken, gucken, wo diese ganzen Flüsse sind, die berühmten Nil, Euphrates, Tigris, und Cheba. Dann sagt er, dass er sich halt quasi im Feld befand, irgendwo in der Nähe vom Fluss, und ein ohrenbetäubender, lauter Krach kam vom Himmel. Die Wolken teilten sich. Und ich sage jetzt mal, stellt euch vor, der Mann ist nicht ausgestattet mit dem Wissen, das ihr jetzt habt. Und beobachtet, wie sich der Himmel teilt. Versteht es nicht. Und dann sieht er, dass etwas vom Himmel hinabsteigt. Und er sagt, es war funkelnd und gleißend im Sonnenlicht, alle Farben, den Himmel reflektierend. Das Wort Spiegel gab es wahrscheinlich damals nicht. Und er sagt, das sah so wunderschön aus in der Formation, dass das muss die Herrlichkeit Gottes, es muss etwas höchst Heiliges sein, weil er versteht nicht, was passiert. Wie gesagt, musst du überlegen, Technologie kommt vom Himmel, super laut, die Wolken bewegen sich, also etwas bewegt den Wind und kommt mit Windbewegung vom Himmel, die Wolken teilen sich und es kehrt hernieder. Also er beschreibt, dass diese göttliche Herrlichkeit herniedersteigt, herabsteigt vom Himmel. Da ist auch nichts viel zu transliterieren, also missübersetzen. Ganz klar beschreibt er, dass die Wolken, also quasi ist es still und dann werden die Vögel still und alles wird sehr merkwürdig beschrieben. Also er merkt, dass irgendwas in seiner Umgebung sich verändert, was irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig ist. Wolken teilen sich, die göttliche Herrlichkeit, die er beobachtet, die alles reflektierende, gleißende Sonnenlicht, der ist teilweise geblendet, keine Ahnung, wie nah heran war an dem, was er beobachtet. Und er sagt, es kehrt hernieder. Dann sagt er, dass es vier Flügel hatte. Er nennt es die Cheruben, also Engel, weil diese Flügel, das, was er da sah, das zu tragen schienen. Also gar nicht so weit entwickelt. Reden, Flügel tragen, vier Flügel, okay, von unserer Denkstruktur, vielleicht brauchen wir das jetzt in unserer Zeit, vier Flügel in vier Richtungen ist ein Hubschrauber, Hubschrauber. Der eine hupt, der andere schraubt, ihr wisst, wie das läuft. Also nein, so eine Art Luftgefährt, das wahrscheinlich Rotoren hat zum Antrieb. Und er versteht es nicht. Und dann sagt er, als sich das Gefährt senkt, also auf die Erde niedersetzt, senken sich die Flügel der Cheruben. Was er denkt, was Engel sind, der sind vier auf vier Seiten in vier Richtungen. Dann nehmen wir an, also der Herr
J.F. Blumrich, ein NASA-Ingenieur, hat das halt mal aus dem Mythologischen das Ding nachgebaut. Da gibt es Bilder online, die könnt ihr euch selber angucken, wo er quasi sagt, in vier Richtungen glänzend mit vier Flügeln, vier Rotoren um das Ding Silber. Dann hat Ezekiel beschrieben, dass es an den Füßen Räder hatte, die wie Räder inmitten von Rädern waren. Anhand dessen hat NASA auch ein Patent entwickelt. Das muss ich heute mal belegen, von einer mythologischen Überlieferung haben wir heute ein Patent, das benutzt wird bei dem Mars Rover. Das heißt, dass wir haben Räder und in den Rädern haben wir Rollen. Das heißt, das Gefährt kann die Räder stillstellen und seitwärts fahren. Also wenn es da irgendwie Hindernisparcours-Schwierigkeiten gibt auf dem Mars oder wo auch immer, dann ist das nicht daran gebunden, richtungstechnisch zu fahren. Und das ist, was Ezekiel beschreibt. Er sagt, dass diese Räder sich vorwärts drehten, zum Stillstand kamen und das Gerät seitwärts eben ging, ohne dass die Räder die Richtung wechseln mussten. Also im Antiken so, dass die Richtung nicht angewählt werden musste, für das Gefährt in irgendeine Richtung zu gehen. Einem Rad inmitten eines Rades. Also in der damaligen Zeit, um 1600 rum, waren wir da technologisch natürlich auch nicht so begabt wie Da Vinci. Also nicht jeder. Und dann haben wir dann Räder gemalt und feurige Räder und Räder in Rädern und haben Engel dran gebappt an vier Seiten. Und das ist ja irgendwie, das ist wie wenn ein Blinder versucht, so den Schwanz an den Esel zu stecken. Das funktioniert nicht, weil wir haben ja keine Basis. Wir haben ja jetzt mehr Basis. Dann sagt er, dass inmitten des Gefährtes so etwas wie ein Kristall war. Und in diesem Kristall saß einer der Obrigkeiten. So, jetzt lass das nicht ein Kristall sein, der beschrieben wird glatt und wie Eis, also versteht Glas nicht, das kann er nicht umsetzen, also eine Haube. Und dass wohl einer da drin saß, in diesem silbernen Gefährt, also reflektierend, kann ja nur Silber gewesen sein. Und dann ist da eine Glashaube und da sitzt einer drin. Er beschreibt, dass der sehr elegant angezogen ist in einer Kleidung, die glitzert wie poliertes Messing, burished brass. Also er kann nicht genau erklären, wieso hat er eine Kleidung an, die glitzert in der Sonne wie Gold, aber es ist nicht Gold. Dann sagt er, dass einer, es war wie als die Stimme Gottes sprach mit mir. Also aus dem Gefährt kam eine Stimme, man hat mit dem Typ Kontakt aufgenommen. Man hat wahrscheinlich halt auch durch Beobachtung anthropologischerweise die Sprache beherrscht. Man muss halt natürlich auch weiterdenken und das ein bisschen zusammenreimen, so wie Sherlock Holmes. Die Indizienbeweise angucken und das erforschen, was der Ezekiel da beschreibt. Denn er sagt halt, dass die sagen, wir sind wegen dir gekommen und wir möchten in dir etwas mitteilen. Also da soll eine Art Informationsaustausch stattfinden. Das wird auch natürlich auch jetzt sehr interessant, weil es natürlich dafür auch Beweise gibt. Rückwirkend. Dann sagt er, dass zwei, die unter dieser Obrigkeit gearbeitet haben, aus diesem Vehikel hervorschreiten. Also er kann nicht beschreiben, wie die da zum Vorschein kommen. Die sind dann einfach da. Was weiß ich, durch eine Tür oder beamen oder was der Kuckuck auch. Und er sagt, dass die auch gleich angezogen waren wie die Obrigkeit, die in dem Kristall in dem Gefährt saßen. Und auch eben Schuhe anhatten, die so glänzend waren wie poliertes Metall. So fein und so rein, das hat er also auf Erden noch nie zu Gesicht bekommen. Also er versteht nicht, dass da Typen in glänzenden Anzügen auftauchen, glänzenden Stiefeln. Und die sagen, du kommst jetzt mit, wir haben dir etwas zu zeigen und das sollst du deinen Leuten oder deiner Kongregation, deinem Gefolge eben mitteilen. Und dann sagt er, es war wie, als wenn die Hand Gottes ihn berührte, er wurde in das Vehikel hineingehoben. Er versteht nicht, was passiert, was weiß ich, wie die den auch da reingeholt haben. Und da sagt er, ich sah die Erde unter mir, ganz klar wird beschrieben, dass er in luftiger Höhe ist und er sagt, also die Berge und die Höhen und Tiefen, die er sah, haben sich bewegt schneller als ein Adler fliegen kann. Er weiß ja nicht, was er da sieht. Also das heißt, dass die Erde, der Boden unter ihm wird quasi
Perspektive, ein Flugobjekt und dann wird der Boden kleiner. Und er sagte, wir sind dann eine Weile eben durch die Luft geflogen, über viele, viele, viele Berge. Und dann hat er eine Tempelstruktur beschrieben, die er da sah. Und da ist das Gefährt niedergekehrt mit ihm. Man hat ihn dann aus dem Gefährt raus quasi bewegt oder transportiert. Und dann kam ein anderer, der muss wohl eine andere Obrigkeit gewesen sein. Er stellt nur fest, dass derjenige, der das Vehikel gesteuert hat, darauf hören muss, was der im Tempel sagt. Also ein Captain oder ein Admiral. Also die waren dann technisch schon so weit, wie die da Kontakt aufnehmen wollten oder sollten. Und der erklärt ihm dann, wir wollen, dass du hier diese Tempelanlage vermisst. Und haben die ihm dann so etwas wie eine silberne Elle gegeben. Und in der Bibel ist es ganz genau beschrieben, da ist die Höhe, die Breite, die Länge und die Tiefe und die Vermessungen für einen Architekt zu nachzuvollziehen beschrieben, dass diesen Tempel kann man nachbauen, der wurde auch nachgebaut in der Zukunft. Und die haben halt ihm erklärt, wir haben dich geholt, dass du eben deinen Leuten vermittelst, dass wir existieren und wir mit dir Kontakt aufgenommen haben und dass es uns natürlich auch gibt. Das geht gar nicht technisch so weit raus wie Star Trek jetzt. Das ist schon sehr relativ, wir sind noch auf der Erde. Und dann geht er zurück zu seinen Leuten und berichtet und Zukunftsberichte und wo die Welt hingeht. Und dann hat dieser NASA-Ingenieur anhand der Beschreibung in der Bibel, die die Vermessung des Tempels ganz genau beschreibt, und ich sage, da muss man sich auch nicht viel einbilden, das muss man einfach mal mit gesundem Menschenverstand nachvollziehen. Das ist zwar jetzt nicht Fakt, aber man konnte das nachbauen, das ist Fakt. Also, dass es eine Bauanleitung gibt in der Bibel, in der man einen Tempel bauen kann mit einem angegebenen Landehof. Das ist schon sehr beachtlich. So, der Mann hat dann diesen Tempelhof quasi gebaut mit Landefläche, war sich aber nicht bewusst, für was diese Fläche, die eben da angeknüpft war an das Gebäude, zu was war denn das überhaupt dienlich? Und dann haben in München eine Studentengruppe sich zur Aufgabe gemacht, technisch dieses Vehikel anhand der mythologischen Beschreibung nachzubauen. So, die beiden Gruppen wussten voneinander nichts. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Erich Van Däniken eben ein Treffen hat mit diesen Gruppen, was natürlich nicht publik bekannt war. Und die haben dann beide ihre Modelle mitgebracht. Und die haben halt wie die Faust aufs Auge gepasst. Und da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Also wenn man da nicht eins und eins zusammenzählen kann, dann ist man entweder ignorant oder hat gar nichts gelernt. Oder man nennt das ja so ein Zufall. Aber ich sage, Zufall ist eine Gesetzmäßigkeit von einer Bestimmtheit, die wir noch nicht gelernt haben anzuerkennen, wo einfach Sachen passen, wenn sie passen müssen. Also ich sage, es gibt keine, so ein Ding wie Zufall gibt es nicht, weißt du. Das Telefon klingelt und du weißt schon, wer anruft. Ja, so ein Zufall, ich habe gerade an dich gedacht. Also ihr kennt diese Erlebnisse. Das sind einfach höhere Wahrnehmungsstufen, die wir haben. Und da wir ja sehr domestiziert sind und in den Städten leben, haben wir das natürlich vergessen. Ihr müsst auch euch vorstellen, dass die Erde damals in einem anderen Magnetfeld war. Nennt sich Gauss. Könnt ihr selber mit einer App auf, ihr habt alle iPhones, könnt ihr selber messen. Wir haben jetzt 0,4 Gauss. Und wahrscheinlich war das in 100 oder 200 oder 300 Gauss, wo du heute durchdrehst, wenn du in so einem Feld bist. Das nennt sich eine gesunde erdmagnetische Erdung. Das ist sehr gesund für den Körper. Wo ich heute auch am Bauen bin, mit Orgonakkumulatoren und Photonik eben magnetisch versehen, die Körperstruktur wieder in die Originalstruktur zurückzubringen. Das nennt sich Bioresonanz. Das könnt ihr dann erforschen, wenn ihr euch meinen Laden anguckt in meiner Webseite. Da geht es natürlich weiter in Englisch. Aber es ist nicht schwer verständlich. Jetzt zu der Geschichte mit den Goten. Deutsche Folklore ist auch für die Generation jetzt, so Leute, die um die 30 sind, auch so vergessen. Brüder Grimm kennt ihr noch. Wer kennt die Geschichte von Rübezahl? Rübe. Gibt es die Geschichte von einem Riesen, der im Odenwald, der Odenwald hieß, glaube ich, früher Odinswald, und das ist halt auch wieder Wikinger-Geschichten und die Walküren, diese ganzen Göttergeschichten, die Sage der Nibelungen sollte man sich geben. Star Wars hat sehr viel von der Sage der Nibelungen geklaut. Tolkien hat die Sage der Nibelungen gelesen, bevor er Herr der Ringe geschrieben hat. Das sind die Zwerge, die Elfen,
die Zeit der Menschen, alles ist beschrieben, die alten Schriften, so diese alten Geschichten, lass das mal dokumentarisch festgehaltene Erzählungen sein und nicht Ammenmärchen oder Grimms Märchen, ja? Und nicht um Kindern Angst zu machen, um uns zu manipulieren, sondern zurückzugehen und sagen, das ist dokumentarisch so. Hier gibt es eine Geschichte, da habe ich einen Auszug gelesen von einem Buch, das ich auch nicht mehr finden kann, leider, wo ich den Titel auch nicht mehr weiß. Da ging es um die Goten. Die Goten hatten, wie auch erwähnter Kukulkan, übernatürliche Fähigkeiten. Die konnten fliegen, die konnten schweben, die konnten in andere Welten gehen, wie Merlin. Der Zauberer Merlin hat auch übernatürliche Fähigkeiten gehabt. Nicht nur, dass er England vereint hat. Da gibt es also viel, viel, viel Geschichten. Pendragon, dass man sagt, dass die Inkarnation von Pendragon eigentlich Merlin ist. Alles ist verknüpft. Also zurück zu den Goten. Da hieß es dann, dass wenn die Goten kommen, alle Türen und alle Fenster schließen, die feurig leuchtenden Kutschen der Goten kommen vom Himmel in ohrenbetäubenden Getöse. Genau wie bei Ezekiel beschrieben, wenn sie landen, klingt es wie als Tausende von Legionäre, die durchs Gestein marschieren. Also was hören die Leute da? Was kommt vom Himmel? Was macht denn da so ein Sound? Was ist denn da so beeindruckend? Die Goten sind ein bisschen größer wie die Durchschnittsmenschen. Die müssen sich bücken, wenn die in die Türen reingehen, in die Gaststätte. Wenn die Goten kommen, ist Geld kein Problem. Die legen dann Goldbrocken auf den Tisch und mieten sich dann ein und wollen einen trinken und wollen nur unter sich sein. Und der Wirt weiß das, der das auch beschreibt. Und ein Jüngling, der interessiert ist an dieser Geschichte der Goten, wird gewarnt. Der Wirt beschreibt dann, er sagt dann, dass wenn du dich in der Nähe, das ist in Altdeutsch geschrieben, aufhältst von, wenn die Goten landen oder gen Himmels Valhalla gehen da, halte dich nicht in der Nähe dieser Wagen auf, weil wenn die dich mitnehmen in den Wirbelstürmen, die sie in andere Welten tragen, dann wirst du aufwachen in anderem Lande und wahrscheinlich nicht wiederkehren. Oder du kehrst wieder und du bist grau und alt und kommst in eine Stadt zurück, wo keiner sich mehr an dich erinnert, weil dich die Wirbelstürme ergriffen hatten. So, vor was wird denn der Jüngling gewarnt, was ihn gen Himmel katapultiert, wenn diese Wagen gen Himmel zurückfliegen, getragen von Wirbelstürmen, die sie in ferne Ländereien tragen, die nicht auf dieser Erde sind? Die Nebel von Avalon. Mittlerweile wissen wir, dass Avalon ein Sternensystem ist und nicht eine magische Stadt. Es gibt in dem Urantia-Buch weitere Schriften, wo es ein weiteres Sternensystem gibt, das heißt Nebadon. Es gibt Procyon. In den Krieg der Sterne wird das Wort Aldebaran benutzt. Aldebaran ist ein Sternensystem, das wirklich facto existiert. Es gibt eine Stadt, das könnt ihr auch auf der Karte nachlesen, die nach den Sternen benannt ist, in Ägypten, neben Sharm el-Sheikh. Da müsst ihr dann an der Küste lang fahren und dann seht ihr, Aldebaran ist in Arabisch beschrieben. So, dieses hat alles seinen Ursprung. Das Ziel des Jakobswegs, das viele Reisende angehen, ist das Gebäude Santiago de Compostela. Und das ist die sieben Gestirnschwister Stella. Und viele, viele Orte auf vielen Landlinien haben das Wort Stella. Und Stella kommt von Stellar, Stellar, himmelstechnisch. Jetzt gehen wir mal zu den Dogonen. Die Dogonen reden von einem Gott, der heißt Oannes, in einem Fischgewand, wo heute noch die Kirche, was der Papst trägt, ist quasi die Symbolisierung des Fischkopfes. Das ist basiert auf dieses alte Glaubensprinzip von Enki. Enki ist der Bruder von Enlil. Kain und Abel, selbe Geschichte. In der sumerischen Geschichte, aber es ist natürlich eine Originalgeschichte, die waren ein bisschen mächtiger als Kain und Abel. So, die Dogonen glauben an, dass ihr Gott Oannes von dem Sirius-System kommt. So, jetzt musst du das halt auch wieder technisch beobachten. Die Dogonen, die leben oberhalb von Mali. Viele Leute, ja, Afrika, dies, das, die afrikanische Geschichte, die zu studieren ist, kann nicht tief genug gehen von Leute, die eben auch in der Thematik interessiert sind, Ursprünge Afrikas und wo wir herkommen, sollten auch Credo Mutwa sich anhören. Die originale Zulu Nation, nicht Hip-Hop, sondern die afrikanische schamanische Bewegung der Zulus hat einen Ursprung, wo von Sternenwesen, Sternengöttern
Übertragungen und Wissen der Sterne eben berichtet wird. Was ich sage, aus Respekt der Europäer und der europäische Wissenschaftler sollte respektieren, wenn die Alten Geschichten erzählen aus alter Zeit, genauso wie die Indianer, die Kogi, die Aborigines, die Apachen, Dene, Navajo, Hopi, Sinagua. Ich bin hier in Arizona, da kriege ich das alles mit und ich rede halt mit den Schamanen und mit denen, die nicht in der Presse sind, die nicht in Büchern sind und die haben Geschichten, da fliegt das Blech weg. Finde ich aber auch sehr interessant. Da muss ich also jetzt vom Hundertsten ins Tausende, ich muss das ein bisschen mischen, weil da eben sehr viel am Passieren ist. Wenn mir ein arabischer Folklore-Geschichtserzähler von Geschichten berichtet, dass die Pyramiden errichtet worden sind, bevor die große Flut kam, von der die Bibel redet, dann müssen sich die alten Wissenschaftler, die glauben, dass das Folklore eben Brüder Grimms Märchen sind, die ja, in ihre Glaubensrichtung, also die haben dann die Möglichkeit, das zu ändern und sich da ein bisschen zu öffnen, verstehen, dass wenn die alten Folklore-Geschichtserzähler erzählen, dass diese Pyramiden gebaut worden sind, bevor die große Flut kam, dann muss man eins und eins zusammentun, dass hier etwas vorgefallen ist auf der Erde, was wir nicht verstehen können. Und auch Leute, die sagen, das wäre alles Quatsch, das ist alles von Menschen gebaut worden, ich gehe davon aus, dass wir technische Hilfe von oben hatten. Da gab es einen Stein, wenn ich das Foto finde, werde ich das illustrieren, in Baalbek, der ist 8000 Tonnen schwer. Es gibt also noch schwerere Steine, die wir mit keinem Gefährt der Erde bewegen können. Nicht mit 100.000 Hanfseilen und Menschen ist dieser Steinblock, der komplett aus einem Stück gemeißelt ist, zu bewegen. Und dennoch wurde der von einem Steinbruch 2.000 bis 3.000 Meilen entfernt zu der Tempelstruktur gebracht. Man muss sich auch überlegen, je tiefer in der Tempelstruktur von Baalbek du gehst, also je älter, desto technisch versierter und akkurater sind die Schnitte. Je jünger das wird, desto, wie will man so schön sagen, desto beschissener sieht es aus. Also so nachgraviert. Nehme an, du findest einen Lamborghini und einer hat da quasi mit einem Zirkel eingeritzt, I was here. Das ist nicht derjenige, der den Lamborghini gebaut hat. Und somit, das auch nicht war in Ägypten, ich habe das gesehen, ich habe auch Steintafeln gesehen in Ägypten, die du in keinem Pyramidiotenbuch finden wirst, die grundsätzlich an sowas nicht glauben. Die Pyramiden sind nicht von den Ägyptern gebaut worden. Das ist nacherworben worden von denen, die dann kamen, nachdem diese Pyramiden wahrscheinlich Millionen von Jahren da standen. Man hat mineralische Vorkommen gefunden, also Ablagerungen an den Rändern der Pyramide und auch der Sphinx, die sagen, die müssen von Wasser bedeckt worden sein. Und dennoch wird darum debattiert, dass das nicht so ist. Also auch die Korrosion an der Sphinx, die auf der Steinoberfläche stattfand, die kann nur, da hieß es ja, da hat es wohl lange geregnet, aber da braucht es 10.000 Jahre, bis so etwas entsteht. Wahrscheinlich kam die Sintflut, wahrscheinlich hatten wir mehrere Fluten, also da gibt es mehrere Theorien. Und es hat eine Zeit gedauert, bis die Sintflut sich abgebaut hat. Und die Spuren siehst du an diesen Steinsgebäuden. Und da müssen wir uns einfach mal freimachen und auflassen, dass da mehr passiert ist und mehr vorging, als wir annehmen können. Dank Ancient Aliens auf dem History Channel können wir halt sehen, dass es da Figuren gibt, Gesteinsfiguren, also die ich dann auch einblenden werde, wo du, also was ich für mich da eben rausziehe, ist, ich habe da Kontakt zu jemandem, der in Mexiko buddelt und der kann das legal machen, weil die Regierung das nicht wirklich interessiert und die haben auch kein Geld, das alles ins Museum zu staffieren. Der buddelt da Artefakte aus, wo da Wesen eingeritzt sind, die größer sind, da sind kleinere Leute drauf. Ich habe eine Hopi-Wandmalerei gefunden, wo du ein Wesen siehst, das nennen die Ameisenwesen hier, die Ant People. Der hat nur vier Finger. Also in deren Mythologie gibt es Wesen, die aus einer anderen Welt kommen, die nur vier Finger haben. Da musst du dich halt fragen, wo kommt das her? Ist das alles Fantasie? Ist es alles, weil die Leute da draußen gesessen haben, die mussten sich die Naturgesetze erklären? Das ist so die alte Erklärung, worüber ich lachen muss.
Da habe ich auch gleich ein horrendes Beispiel dazu, dass ein Wissenschaftsprofessor in England, den wir jetzt mal namentlich nicht mehr erwähnen wollen, Ruhe in Frieden, der hat dann in England in der Fakultät erklärt, dass Swahili eine Stammelsprache wäre, die aus Wortfehlern entstanden sei, da ja eben die afrikanischen Nationen nicht richtig sprechen können. Die wären ja nicht zivilisiert. Und da fängt eben halt diese ganze Scheiße an mit Missinformation, wo wir diese hochtechnische Verbindung an unsere Vorfahren einfach verlieren. Maya-Kalender. Ich werde jetzt einfach mal kommerziell ein paar Sachen zusammentun, dass ihr auch selber weiterforscht. Der Maya-Kalender ist Millionen Jahre rückwärts rechenbar und Millionen Jahre vorwärts rechenbar, mit einer Rechenstruktur, die schon binär abläuft, wo wir gar nicht irgendwie nachvollziehen können, wie kommen die denn da drauf? Und da wird halt natürlich erklärt, dass denen Wissen vermittelt wurde, das nicht von der Erde stammt. Wie auch bei den Dogonen aus Afrika, dass der Gott Oannes auf den blauen Schwingen des Himmels in einer goldenen Nussschale vom Himmel herabgestiegen ist, auf einem See gelandet ist und über das Wasser kam und dann Agrarkultur, Tempelbau, Städtebau, all das wurde vermittelt. Sehr interessant. Steven Spielberg hat das in Das Reich des Kristallschädels mit Indiana Jones verwendet und so nachmodelliert, sollte man sich mal angucken, warum auch der Schlafplatz der Götter Akatura heißt. Eigentlich Akatura heißt Arcturus. Das ist ein Planetensystem, mit dem ich mich sehr, sehr, sehr beschäftige und auseinandersetze. Es geht noch viel, viel, viel weiter. Da gibt es die Geschichte von Sternenkinder, Sternensaat. Leute mit kosmischem Bewusstsein, die sich eben an solche Dinge erinnern, wo man sagte, du bist ja verrückt, die dann die verrücktesten Bilder zeichnen. X-Files hat das genommen von einem, wo man dann sagt, das wäre ein Savant gewesen. Der hatte nichts als, der war quasi besessen, von morgens bis abends diese Nullen und Einsen auf Papier zu kritzeln. Und wenn man ihm das weggenommen hat, ist er halt ausgeflippt. Und dann hat einfach mal einer sich die Idee gemacht, das ist jetzt kein Mythos und keine Hypothese, das ist Fakt. Und da muss man einfach mal sich erlauben, ein bisschen weiterdenken, sich ein bisschen locker machen, ein bisschen Stock aus dem Hinein und ein bisschen leger machen, damit mein Feld in Schritt ist. Also, der hat dann die Binärcodes, die dieser Patient über Jahre eben rausgeschrieben hat, mal in den Rechner gejagt. Und siehe da, das waren geotechnische Übertragungsdaten von einem Satellit. So, wie kommt denn jetzt einer, von dem man sagt, dass er schizophren ist, auf so eine Wahrnehmung, dass der das mit dem Hirn wahrnehmen kann? Und da geht es dann halt weiter, dass wir uns fragen müssen, was für eine Realität leben wir eigentlich, was ist eigentlich möglich? Und wovor haben wir Angst in unserer Bequemlichkeit, uns zu öffnen, was da kommt? Dank dem Zeitgeist begreifen wir es langsam und verstehen, dass es ein bisschen mehr ist. Ich sage, ich respektiere die Vorfahren, die sagen, wie die Hopi, unsere Vorfahren kommen von den Sternen. Wir sind nach ihrem Ebenbild geformt. Wenn wir, das könnt ihr jetzt schon eure DNA-Probe abgibt, dann alles, was biologisch vergleichbar ist auf Erden, ist in dir erfindlich, aber dann gibt es eben Dinge in einer Dynamik des menschlichen Genoms, da gibt es keine Vergleichbarkeit und das ist Teil von uns in dieser DNA, die wir jetzt Junk-DNA nennen, also Müll-DNA, wo es heißt, DNA Measurements Unknown. Also da gibt es Teile in uns vom biologischen her, wo es nicht mehr Gattaca-Code ist, der Gencode von den Aminosäuren und die Ordnungsstruktur, wie wir gebaut sind, da sind Teile drin, wo wir gar nicht wissen, was ist denn das. Wir können nicht beschreiben 100% aus, was wir gemacht sind. Das sind Teile, die sind uns biologisch nicht bekannt. Und da muss man sich halt fragen, sind wir von Außerirdischen genetisch manipuliert worden? Wahrscheinlich mehrfach. Also es gibt einen Wissenschaftler, der behauptet, dass er in dem Lucy-Fund die erste aufrechtgehende Primatin, ich glaube 4,2 Millionen Jahre alt, da hat er genetische Veränderungen gefunden, die nicht der Evolution entsprechen. Und Darwin schmeißen wir mal kurz aus dem Fenster. Und da sagt er, da waren 11 genetische Marker in dem menschlichen Genom, die zeigen, dass da eine Veränderung durch einen künstlichen Einfluss stattfand. Wir sind mittlerweile so weit, und da können wir uns aufmachen, wir können genetisch Herzen replizieren mit Stammzellforschung und biologischer Tinte.
Ich habe den Dokumentarfilm gesehen und habe gedacht, das wird schon fast wie die Außerirdischen, wo sie von einem Patient die Stammzellen nehmen und das die dann als in eine Art biologische Drucke einbauen, der dann in so eine Art in einem Nährbad ein Herz nachdruckt. Das muss man sich mal geben. Ich habe den Film gesehen. Komplette Kopie von einem natürlichen Herz mit Herzkammern und allem, was du brauchst, mit der Zellstruktur des Patienten, dass man da keine Medikamente mehr nehmen muss, weil der Körper das ja abstoßen will. Und dieses Herz wird dann in eine andere Kammer bewegt und da wird es dann quasi matured, also dass es dann quasi in das richtige Wachstum, die Zellwände und alles sich stabilisiert. Und in 5 bis 10 Jahren werden wir so weit sein, dass wir quasi Herzen klonen können, angepasst an deine Körperstruktur und wieder in dich einbauen können. Und es ist wie, als wenn du ein neues Herz hättest und du hast überhaupt keine Probleme mit deinem ganzen System. Also wir werden Einzelteile replizieren können, biodynamisch. Jetzt hätte dir das jetzt jemand vor 20 Jahren erzählt, dann hätte der gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Und da will ich jetzt nochmal zum Ende meine Geschichte erzählen, ist, dass die Gebrüder Wright, die Flugmaschine entwickeln wollten, verlacht worden sind in Amerika. Und da hat dann die wissenschaftliche Fakultät gesagt, so eine Maschine, die schwerer als Luft ist, maschinenbetrieben fliegen, das ist unmöglich. Das wird es nie geben, das sind Träumereien, das sind Hirngespinste, das wird nicht existieren. So, die Jungs sind nach Frankreich, haben sich die Kohle geholt, haben das Ding gebaut und es flog. Nicht sehr hoch, aber es flog. Da darauf gebaut, die ganze Luftfahrt ist auf, was die da gebaut haben, eben aufgebaut und das Zeug fliegt dennoch. So, da sollten wir den Leuten, die Hirngespinste haben oder die sich da rauslehnen oder die versuchen, wie auch Leonardo da Vinci, ist derjenige, der sich erträumt hat, wie ein Schleusentor funktionieren kann in einem Flussbett. Und die Franzosen waren die Ersten, die nach 1500 Jahren gesagt haben, wir probieren mal das Gekritzel von dem Verrückten nachzubauen. Vielleicht funktioniert es ja. Und siehe da, was Leonardo da Vinci gekritzelt hat in seinem Buch. Und da gibt es ein Buch, das heißt Der unbekannte Magier. Da sind Zeichnungen drin von Tankern, Wurfgeschossen. Alles Mögliche, was heute im Krieg nachentwickelt wurde, hat dieser Mann gechannelt. Also ich sag mal, Erfinder erfinden nicht Sachen einfach so und wissen dann, wie das geht, sondern die machen sich Gedanken und im Äther sind dann wohl Informationen platziert, auf die wir Zugriff haben, wenn wir uns gedanklich mit unserem Empfangssystem, telomerisch heißt es, rauslehnen in die Gedankenwelt, dann bringen wir natürlich Sachen zum Vorschein, die wir dann in stofflichen Gegenwert umsetzen können. Und dann gibt es dann keine Debattierung, keine Diskussion. Nichts diskutieren mit Türstehern in Diskotüren. Du kommst nicht rein. Ihr kennt die Geschichte. Das war jetzt mein Witz für ein paar Leute, die Bescheid wissen, vom Nachtleben, vom früher ausgehen und so. Ja. Immer wieder sollte man sich Wissenschaftler anhören, die verrücktesten Theorien hatten, wie auch Wilhelm Reich, der damals im Gefängnis gestorben ist, der den Orgonakkumulator gebaut hat und gesagt hat, es gibt so etwas wie kosmische Energie, die können wir einleiten, die können wir einfangen und die können wir in den Körper zurückbringen und den Körper quasi in sein biologisches Grundstruktursystem einbringen. Und da ist er verlacht worden. Dennoch funktionieren diese Geräte. Werden sie kommerziell gebaut? Nein, weil die Industrie da irgendwie kein Geld drin sieht. Was gibt es noch an Geschichten? Den Ezekiel haben wir, die Dogonen. Die Dogonen zum Beispiel, das ist ja auch, bevor ich das vergesse, die haben dann beschrieben, dass es Sirius A gibt. Was wir wissen laut NASA, Sirius B. So, der Kult der Dogonen ist im Schnitt 6000 Jahre alt. So weit sind wir gekommen mit in Höhlenmalereien. Die schreiben dann was von dem Tanz von allen 60 Jahren, wie der Planet X und der Planet Y, X und Y tanzen. Und dann kommst du dann auf, wenn ich mich nicht irre, die Grundstruktur der Chromosomenzahl des menschlichen Genoms. Ich muss jetzt lügen. Wie viel haben wir? 23? Oder 42. Also ich weiß die Nummer nicht genau, verbessere mich jetzt bitte da, schieß mich nicht ab. Auf jeden Fall stimmt die Nummer der Höhlenmalerei, die 6000 Jahre alt ist,
genetisch überein mit dem menschlichen Genom. Und die sagen, dass wir nach dieser Schwingungsfrequenz erschaffen worden sind, sonst würden wir gar nicht hier rumlaufen. So, wie kann denn? Und da ist die Unverschämtheit der europäischen Fakultät, die dann sagt, ein primitives Volk so hochtechnisches Wissen besitzen, was sich dem angleicht, was heute in unsere heutige Wissenschaft passt. Und da muss man sich halt mal neue Schuhe kaufen. Weil die das von dem Gott Oannes oder Ea vermittelt bekommen haben. Ea ist Enki, Enki ist Poseidon, Poseidon ist Aquaman im Kino mit dem Dreizack. Das ist alte Geschichte. Der Oannes hat diesen selben Dreizack auch in der Hand gehabt und nicht Lucifer. Das ist alles Quatsch. Der Ursprungsgott, der Satan hieß und nicht Satan, war Enlil und es war derjenige, der die Leute unterjocht hat auf Erden. Da müsst ihr aber das Feld der Anunnakis untersuchen. Die Anunnakier, Niburianer, die vor 500.000 Jahren anhand sumerischer Schrifttafeln auf der Erde gelandet sind. So, bei den Dogonen geht es dann natürlich noch weiter. Ein klein bisschen. Wie viel, das weiß ich nicht mehr. Also, die erzählen dann was von dem Sirius C. Und NASA, bevor die überhaupt wissen, sagen, wir sehen nur Sirius A und B. Was faseln denn die alten Schamanen da oberhalb Malis von Sirius C? Das gibt's nicht. Und dann sagen die doch. Und dann sagen die, in deren Gedicht wird beschrieben. Das ist jetzt technisch. Das finde ich natürlich wieder fantastisch. Dass Sirius C so klein ist wie ein kleines Reiskorn, aber so schwer wie 1000 Sonnen. Das ist ein kleiner Zwerg, ein Planet, der in der Materienstruktur in sich zusammengefallen ist. Kann so groß wie ein Tennisball sein, aber so schwer wie 1000-mal die Erde. So, woher wissen die Dogonen das? Woher kommt das technische Wissen, dass Sirius C existiert? So klein ist wie ein Reiskorn, aber, was weiß ich, so übersetzt, so schwer wie 20.000 Hirsesäcke. Woher wissen die denn das? NASA schickt eine Probe raus, irgendwie, ich glaube, 78, plus minus ein paar Jährchen, und finden dann Jahre später raus, dass es Sirius C gibt, anhand dem, was die Dogonen schon seit 6.000 Jahren wissen. Hallo? Und die wissen nur, dass es Sirius C gibt, weil die können ihn nicht sehen. So anhand der Gravitationsstruktur des Lichtes, die du siehst um den Planeten, wenn er seine Bahnen zieht, wo das Licht zusammenfällt und die anderen Planeten kreisen, konnten sie dann irgendwann kalkulieren, dass es diesen Planeten gibt, Sirius C. So, das ist, weil hochtechnisches Wissen überliefert wurde. Die Anunnakis, sprich die sumerischen Schrifttafeln, die sprechen von den Anunnakis, den Elohim, den Leuchtenden, die vom Himmel kamen, den Gefährten, die aussahen wie goldene Kutschen und die dann für tausende von Jahren auf Erden weilten und die Erde beherrschten, aber auch Menschensklaven und Sklavenzucht eben beherrscht haben. In der Genetik ist das auch in der Geschichte beschrieben. Da muss man halt auch weiterforschen, wenn man interessiert ist. So bei den Anunnakiern heißt es, dass die tausende von Jahren alt werden konnten. In der Bibel heißt es so schön, ein Tag mit Gott ist wie tausend Jahre auf Erden. Da wird ganz klar beschrieben, dass der Gott der Bibel, ist der, am Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, ist in der altsumerischen Überlieferung Enlil und nicht Gott. Enlil ist derjenige, der Moses auf dem Berg Sinai erscheint mit einem Schiff und sagt, hör mal zu, wenn du die anderen Götter anbetest, dann mache ich mit meiner Technologie euch platt. Weil er einfach technologisch überlegen war. Der war auch größer in der Figur. Das ging über die Zeit verloren. Und somit hat Moses gehorcht. Da ging es um Kontrolle. Und die Anunnakis hatten Baustrukturen, die jetzt in Südafrika von Michael Tellinger gefunden worden sind, wo man einfach sich mal die Berichte anhören muss und die Sachen, die zusammengebracht werden und zusammengefügt werden, um zu sehen, das hat ja wirklich alles Hand und Fuß. Also diese Fundstücke gibt's. Und man hat ja gelacht über ja Bethlehem, Nazareth, damals auch, als die Bibel überhaupt wieder mal übersetzt wurde. Die war ja eine Zeit lang auch vergessen. Da hieß es ja, das sind alles nur so kleine Ammenmärchenorte, die gibt's gar nicht. Von Nazareth gibt's, Jerusalem gibt's, Israel gibt's. Keiner ist auch auf den Namen gekommen, dass Israel kommt von Isis, Ra, dem Gefolge von Ra. Und El ist das Haus von Elohim.
wo die Superman-Geschichte drauf basiert. Ja-El ist Ja-Elohim. Der hat Superman kommt von Krypton, die Elohim damals, Maldek. Der Hohen Rat hat diesen Planet zerstört und in einem Comicbuch in Amerika wird es dann wieder zurückgebracht in die Geschichte als Superheld, der dann durch die Gegend fliegt. Aber das sind eigentlich alte Geschichten, wo, wenn wir Millionen von Jahren zurückgehen, ganz andere Geschichtsstrukturen finden, die eben älter sind als die paar tausend Jährchen, die wir hier wissen. Ich habe Dinge gesehen in Ägypten, wo du siehst, die Götter sind 30 bis 50 Meter groß und die Menschen sind so wie wir, so 1,80 Meter, 1,70 Meter im Schnitt groß. Und da wird ganz klar gesagt, so, das ist die höhere Obrigkeit, die von jenseits der Sterne kommt, in goldenen Schiffen. Und das sind die Menschen, die die Erdinkarnierten, die auf Erde walten. Und da muss man sich halt fragen, warum wird immer dieser Unterschied gemacht zwischen die Obrigkeit, hier die mehr weiß, die heiliger ist als ich, die durch Wände gehen kann, wie Sesam, öffne dich, alte arabische Geschichte. Ein Typ geht an eine Felswand, sagt ein Wort und die gesamte Felswand bewegt sich weg. Was hat denn der Geschichtsschreiber da beobachtet? Wahrscheinlich was Technisches, wo jemand ein Passwort, wie heute können wir das per Passwort, du kannst dein iPhone mit deiner Garagentür verbinden und kannst sagen, hör mal zu Siri, öffne die Garagentür und dann geht es auf. Und die Geschichte von diesem Ali Baba und die 40 Räuber war die, dass derjenige, der das Passwort nicht beherrscht hat, halt ewig für ewig in diesem Stauraum der Schätze da verweilen musste und da sein Ende fand. Das sind für mich hochtechnische Überlieferungen. Es gibt eine alttechnische Geschichtsbeschreibung, heißt, die Götter hatten Armbänder, mit denen sie Drachen am Himmel rufen konnten, in die sie dann einstiegen. Was sind das für Geschichten? Amulette, die an die anunnakischen Schrifttafeln zeigt, die Götter mit Helmen. Und du siehst, die haben irgendwelche Flügelkram und die haben so etwas wie eine Uhr, also so ein sehr, sehr, sehr technisches, wichtiges Gerät am Handgelenk. Warum? Und da sollte man tiefer in die Geschichte gehen und sich fragen, wo das alles herkommt. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr wollt, bitte Kommentare hinterlassen. Bitte konstruktiv, nicht destruktiv. Und dann werde ich auch mehr in Deutsch machen, wenn ihr Lust habt, und mehr berichten. Ich habe auch eigene Erfahrungen, die mich auf diese Thematik gebracht haben, aber die werde ich dann in einer anderen Zeitlinie erzählen, sofern ihr es wünscht. Mal sehen, wie die Nummern hier wachsen werden und wo das rauf hinausläuft und wie viele meinen Kanal abonnieren werden. Weil wenn es weitergeht, höher, schneller, weiter, wird es immer besser. Und wenn es richtig ist, dann richtig, ne, gell? Und wer nicht vorsichtig ist, der muss aufpassen. In dem Sinne, mach dich schlogger vom Hocker und bleib akkurat, halt dich auf der Mittellinie und dann wird eigentlich alles andere funktionieren. Grüße aus Amiland, macht's gut.